Hallo zusammen. Nachdem ich jetzt die ganzen letzten Male bei gutem Wetter nichts gefangen habe, habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt heute mal bei absolutem Sauwetter auf den See. Heute Morgen hat es mich so zusammengeregnet, dass ich nicht mal das Handy auspacken konnte, geschweige denn irgendwas filmen oder irgendwas tun. Ich konnte nur Wasser schöpfen. Gut, dass ein Schlauchboot nicht so einfach absaufen kann. Was hast denn du vor, du blinder Passagier? Unnötig zu sagen, dass natürlich auch beim Scheißwetter nichts gebissen hat. Ich glaub's ja nicht, die Sonne ist zu sehen. Als alle Hoffnung schon vergangen war, dann hat der Köder hier, der fette, riesengroße Shad, doch noch ein Hecht gebracht. Da guckt euch den Burschen an. Super, oder? Sensationell. Wunderschöner Hecht im nagelneuen Großfischkescher. Ah, da hat sich der heutige Tag doch noch gelohnt. Super. Ich messe ihn gleich und dann sage ich euch mal, wie groß er ist. Da guckt euch den Prachtburschen mal an. Super, oder? Und hier, mein großer Ilex Dexter hat es jetzt mal wieder gebracht. Ach, genial, der sieht jetzt allerdings ein bisschen zerstört aus, den muss ich erst wieder herrichten. So, wie ihr seht, jetzt regnet es hier wie gestört. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, alles einzupacken und mich nach Hause auf den Weg zu machen. Leute, der Bann ist gebrochen, mal wieder ein Hecht. Bei Scheißwetter. Der war aber hart erkämpft, sage ich euch. Den habe ich mit dem Ilex Dexter Shad um 14 Uhr gefangen. Und zwar habe ich den 30 Meter rausgelassen
und habe dann immer wieder gezupft, habe ihn also nicht einfach nur geschleppt, sondern ich habe ihm ein bisschen mehr Bewegung gegeben. Und ich glaube, das war dann ausschlaggebend für den Erfolg. Also jedenfalls, ich habe mein Hecht und das heißt, das Frieren hat ein Ende, der kalte Zug an den Knien hat ein Ende. Und ich kann jetzt heimgehen, warm duschen, das habe ich mir verdient. Nach so einem Angeltag, da muss ich sagen, da bin ich ein bekennender Warmduscher. Das war hier auch gleich der Einstand für die neue Rhino Inline und eine Shimano Baitrunner 6000. Ich dachte, es wird mal ein bisschen Zeit, 20 Jahre altes Equipment aufzubessern. So Leute, wieder zurück. Das Boot ist innen und außen nass. Alles total eingesaut, aber es hat sich gelohnt, weil immerhin ist ein schöner Hecht dabei rausgekommen. So, jetzt fängt die Aufräumerei und Putzerei an. Aus einem super regnerischen Angeltag ist ein erfolgreicher Angeltag geworden. Mann, bin ich froh.